Der Strom fließt in Wien, zumindest in den Stromkasteln hinter mir. Doch wie geht es weiter und was bedeutet das für den Kunden, für Otto Normal Stromverbraucher? Die Strompreise, die könnten massiv ansteigen. Das sagt zumindest der ehemalige Chef der E-Control, Walter Bolz. Er spricht hier von einer Höhe von bis zu 5.000 Euro, die mehr bezahlt werden müssen. Er sagt, ein guter Indikator ist der E-Control Tarifkalkulator. Und die teuersten Angebote der kleinen Anbieter, die liegen etwa bei 5.000 Euro für 3.500 Kilowattstunden. Für Bestandskunden haben Stromfirmen schon vor längerem Strom gekauft und deswegen ist er derzeit noch billiger. Aber sollten die Marktpreise nicht bald fallen, dann landen wir bald alle bei diesen weitaus höheren Kosten, so der bekannte Ökonom. Die Meinungen der Ökonomen, ob die Preise tatsächlich in absehbarer Zeit ansteigen werden, die gehen hier ein bisschen auseinander. Gestern hat ein Vertreter der WIFO, Professor Böheim, noch gemeint, es ist eher nicht davon auszugehen, dass die Preise hier in kurzer Zeit ansteigen werden. Allerdings ist es hier natürlich auch etwas, so etwas wie ein Politikum. Und gerade in Zeiten wie diesen könnte es sich die Wien Energie, die erst kürzlich die Preise ja doch sehr stark angehoben hat, nicht leisten, hier noch einmal für 2 Millionen Kunden diese nochmals zu erhöhen. Also die Preisfrage, die spaltet momentan auch die Ökonomen. Wir sind gespannt, wie es diesbezüglich weitergeht.